Was geht ab, Leute? Altmaster hier und willkommen zum zweiten Part von The Search, A Walk in the Park, DLC. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben im letzten Part natürlich. Wo wir die Holzfäller-Show überlebt haben und hier gibt's gleich was zum Überladen. Schaltkreis überbrückt. Ah! Das ist da, wo wir vorher nicht weitergekommen sind. Schön. Wo wir nicht durch konnten, besser gesagt. Firestarter. Ist das eine Achterbahn? Kann ich da hoch? Oh ja. Links oder rechts? Na, gehen wir mal da lang. Was ist mit den Viechern los? Ja, hier gibt's was zum... Auch wieder überladen, da gibt's wahrscheinlich Nanokerne. Die braucht man, um seine Rüstung aufzuwerten. Oh, was ist das? Für ein Boy. Alter, das ist aber ein ganz schön schneller. Okay, kannte ich schon anscheinend die Rüstung. Da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. What the fuck? Ah, Audiolog. Oh mein Gott, Kev, Creo World ist total genial. Du würdest sicher auch so gerne hier sein. Achtung, pass auf. Nur zwei Wörter. Iron Mouse. Yeah, im Ernst. Und zwar nicht bloß irgendein Typ im Kostüm. Das ist eine komplett synthetische Iron Mouse mit... Ja, dann habe ich das Schema schon. Von dem komplett. Kopf, Brust, Armbein, ja, habe ich. Hab mich mit der mal über Rusty Red unterhalten. Aber zieh dir das jetzt mal rein. In einer Stunde habe ich ein Treffen mit, Achtung, Carbon Cat. Ich muss los, bis später mal. Immer so die Sache, man weiß nie, was diese Schaltkreise eigentlich bringen. Müssen wir echt mal gucken jetzt. Skybound Adventure. So. Gehe ich erstmal da rein, oder? Würde ich sagen. Skybound Adventure. Da kann ich was öffnen. Wo geht's da lang? Ah, da komme ich da hinten dran. Habt ihr auch schon mal hoch zum Himmel geschaut und euch gefragt, wie das alles bloß funktioniert? Wie schafft es Creo, tagtäglich Milliarden von Partikeln unseres Wirkstoffs Project Resolve in die Atmosphäre zu bekommen? Tja, das ist keine Zauberei, sondern Wissenschaft. Dank kontinuierlicher Forschungsarbeiten der Besten, die in Creos streng geheimen Laboren schuften, können wir die Project Resolve-Formel immer weiter verfeinern.
Und von gleich drei Startplattformen heben Raketen in Richtung Wolken ab. Alle 10 Minuten. Wie cool ist das denn? Willkommen beim Creo Skybound Adventure. Wir sprengen jede Vorstellungskraft. Mhm. Alter! Die Stromversorgung wurde in diesem Bereich wiederhergestellt. Hey, hey, du hast es geschafft! Scheint so, als wäre wieder Saft da. Gute Arbeit. Jetzt muss nur noch das Netzwerk wieder funktionieren. Schau mal, ob du den Hauptserver im Project Resolve Center finden kannst. Jo, mache ich auf jeden Fall. Aber erstmal gucke ich mich hier um. So, jetzt ist hier wieder Strom. Schön. So lobe ich mir das doch. Ah ja, okay, guck mal, der Bastard hier ist jetzt aufgewacht. Was soll ich denn hier aktivieren? Hier ist doch gar nichts. Ja, warte mal, kann ich da vielleicht hoch? Lol, ich kann da hoch. Natürlich, hier oben, Mann. Ja, woher soll man denn das wissen? Jetzt bin ich endlich da, Alter. Gut gemacht. Du hast den Neustart eingeleitet. Offenbar wird während der Prozedur vom Raum eine vorübergehende Sperre ausgelöst. Aber immerhin solltest du da drin in Sicherheit sein, oder? Wahrscheinlich nicht. Aua. Diese Roboter anlocken. Ah, Mist. Tut mir leid. Du packst das, oder? Der Startvorgang hat begonnen. Wir kommen der Sache näher. Nachricht ist, ich habe mich gerade in eine Projektordrohne gehackt, die dir helfen könnte. Die wird ein Hologramm projizieren, das diese dämlichen Blechbüchsen nicht vom Original unterscheiden können. Hoffe ich zumindest. Lol. Nein! Scheiße. Alter, die hauen ganz schön rein. Mein erster Tod.
das Netzwerk. So lässt sich's arbeiten. Das wär's. Wir sind voll einsatzbereit. Komm jetzt zurück zur Servicestation, okay? Es gibt da noch etwas, was du für mich tun musst. Ja, jetzt komme ich wahrscheinlich mit dem Aufzug da runter, gell? Nee, was? Park, Wartungsdienst? Lol. Hey, ich störe euch ja nur ungern, aber ich habe da eine Fehlfunktion bei der synthetischen Carbon Cat. Keine Ahnung, ob ihr Leute die irgendwie aggressiver gemacht habt oder so, aber die scheint mir eine Macke zu haben. Ich meine, die hat heute einen kleinen Jungen bedroht, als hätte sie ihm die Zähne einschlagen wollen. Das ist doch nicht normal, oder? So, was gibt's hier? Was können wir hier machen? Ah, jetzt ist er freigeschaltet, natürlich. Ja, klar. Gut, dann reden wir jetzt noch mit dem Typ. Hey, willkommen zurück, mein Freund. Gut gemacht. Alle Systeme laufen wieder, aber wir sind noch nicht fertig. Du musst für mich das Wrack des Helis nach irgendwelchen Spuren von Chief Helwig und meinem Team durchsuchen. Und halte auch nach der Blackbox Ausschau, ja? Die Daten darin können uns vielleicht sagen, was zur Hölle hier passiert ist. Das kann doch nicht alles sein. Die Sache ist die, als der Heli abgestürzt ist, war der Aufprall ziemlich heftig. Man kann sehen, wo er da oben abgestürzt ist, jenseits des Kraters. Hätte nicht gedacht, dass man da hinkommen könnte. Aber jetzt, wo die Systeme wieder laufen, kann sein... Der Rusty Spring Tower, den kann ich von hier aus steuern. Ich senke die Plattform ab und du kannst damit dann bis hoch zur Absturzstelle fahren. Alles klar. Viel Glück da draußen. Gut, machen wir so. Machen wir noch kurz ein paar Level ab. Ja. Dann auch nochmal alles abmontieren. Wir können das ja mal alles. Ah, ich kann es nicht herstellen. Hab keinen, nicht genug Altmetall. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, mache ich hier auch wieder eine kleine Pause und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.